Sie tun es wieder. You are doing it again. Sie sind in einem echten Chaos. You are in a real mess. Sie sind nicht in der Nähe von mir. You are not near to me. Sie können nicht Enten schießen. You cannot shoot ducks. Sie haben gesprochen. You have been speaking. Sie können dieses Buch nehmen. You may take this book. Sie sollten pünktlich sein. You should be punctual. Sie sollten härter arbeiten. You should work harder. Sie war mir eine Lehre. You taught me a lesson. Sie waren nicht ihr Feind. You were not her enemy. Sie werden sich verletzt. You will hurt yourself. Ihr guter Name, bitte. Your good name, please. Ihre Sitznummer ist 8F. Your seat number is 8F. Anderson ist ein tapferer Junge. Anderson is a brave boy. Sind Sie Ihre Verwandten? Are they your relatives? Sind Sie von CPC School? Are you from CPC School? Vögel fliegen und Fische schwimmen. Birds fly and fish swim. Von wem wurden Sie unterrichtet? By whom were you taught? Lagerfeuer wurden angezündet. Campfires were lighted. Kannst du mir den Weg sagen? Can you tell me the way? Katzen wie Mäuse zu fangen. Cats like catching mice. Kommen Hölle oder Hochwasser? Come hell or high water. Kongress macht die Gesetze. Congress makes the laws. Können Sie mir einen Gefallen tun? Could you do me a favor? Kühe sind nützliche Tiere. Cows are useful animals. Hat Ronaldo verhalten gut? Did Ronaldo behave well? Kauften Sie Mangos? Did you buy any mangoes? Nicht zufällig beantworten. Do not answer at random. Gehen Sie nicht, bevor ich komme. Do not go before I come. Haben wir es beenden müssen? Do we have to finish it? Weißt du, was ich meine? Do you know what I mean? Haben Sie irgendetwas benötigen? Do you require anything? Haben Sie den blauen Himmel sehen? Do you see the blue sky? Haben Sie Ihre Arbeit gründlich? Do your work thoroughly? Zeichnen Sie die Karte von Deutschland. Draw the map of Germany. Alle lachten über ihn. Everyone laughed at him. Erklären Sie es ihr wieder. Explain it to her again. Deutsch ist leicht zu erlernen. German is easy to learn.
Guter Wein braucht keine Busch. Good wine needs no bush. Hatte sie fertig nähen? Had she finished sewing? Haben Sie irgendwelche Zweifel? Have they got any doubt? Haben Sie kommen, um mich zu sehen? Have you come to see me? Hast du die Nachrichten gehört? Have you heard the news? Nachdem meinen Pass verloren. Having lost my passport. Er enthält sich von Alkohol. He abstains from liquor. Er schlug einen eiligen Rückzug. He beat a hasty retreat. Er glaubt an jeden. He believes on everyone. Er kommt hier jeden Tag. He comes here every day. Er konnte kaum stehen. He could scarcely stand. Er verzweifelte an Erfolg. He despaired of success. Er tat es, als ich ihm sagte. He did it as I told him. Er aß kein Reis. He did not eat any rice. Er lehrte den Jungen nicht. He didn't teach the boy. Er starb für sein Land. He died for his country. Er tut, wie ich ihn beraten. He does as I advise him. Er emigrierte nach Deutschland. He emigrated to Germany. Er drückte sein Bedauern aus. He expressed his regret. Er kämpfte für die Krone. He fought for the crown. Er war gekommen, um sie zu sehen. He had come to see them. Er hatte kein gutes Buch. He hadn't any good book.